Weiß auch nicht, worum es geht, aber ich sag mal einfach, nee. Ich hab's doch gerade vorgelesen. Ja, ich weiß, ich höre doch nicht zu. Ja, das weiß ich. Ja. Verstehe ich jetzt die Verwirrung nicht. Ja, es wäre ja vielleicht mal was Neues, wenn du mal zuhören würdest. Wäre vielleicht mal angebracht. Das wäre zu einfach. Nein, nein. Ja, nein. Das stimmt auch wieder. Dann würde ich dich ja mal loben. Das geht nicht. Das ist unverantwortlich. Kaya, was macht die Kassiererin? Keine Ahnung, heute ist Sonntag. Ich könnte sie zwar bei Facebook anschreiben, ich habe sie in der Freundesliste, aber. Nee, Sonntag nicht. Ah, nee, das. Oder? War das der richtige Schar? Weiß ich gar nicht. Nee, war nicht der richtige Schar. Warte mal. Mir einmal ausloggen. Ich habe aus Versehen die Schafs vertauscht. Weil sie fast das. Also. Weil ein Kleid anhaben. So. In der Zeit kann ich einmal ganz kurz meine Kniebeugen machen. Dann ist Halbert nämlich auch zufrieden. Und das während man isst. Während ich esse, muss ich auch noch Sport machen. Ich sehe ein Lotelmchen vor mir. Ich sehe einen Kaktor. Echt? Ja. Yep. Der ist so hässlich. Komischer Kaktor. Ja, so ist das Leben. Dickerchen muss sich einmal mit passender Musik. Irgendwie funktionieren die Commands heute nicht. Oh. Hat sich bei den Commands irgendwas verstellt? Warte mal, ich gucke mal kurz. Seltsam. Geht jeder. Ja, ich find's halt nur seltsam. Weil bei Dorado klappen halt die Commands nicht. Aber es ist eingestellt, dass es für jeden ist. Dass jeder die Commands nutzen kann. Deswegen verstehe ich gerade nicht, wieso das heute nicht geht. Aber gut. Jetzt hat er zweimal den Link. Zweimal. Ja gut. Kaya? Hm? Was denn? Böse. Was? Ganz böse. Hörst du auf damit? Was denn? Hör auf damit! Was meinst du denn? Du weißt ganz genau, was ich meine! Hör! Kaya! Hierher! Bei Fuß! Hierher, Lord Helmchen! Ich nix, Lord Helmchen. Du doch, Lord Helmchen! Nope. Jemand fängt keine NPCs. Ja, ist so! Kaya! Was denn? Ab in die stille Ecke mit dir. Nein, das geht nicht. Hier gibt's keine Ecken. Dann stell dich hier an den Baum. Komm, ab an den stillen Baum. Und jetzt? Was bleibst du da? Warum? Weil du Scheiße gebaut hast. Ich kann mich doch einfach wegbewegen. Nein, glaube ich dir nicht. Oh, wie hab ich denn das jetzt geschafft? Kaya? Kaya möchte wirklich ein paar Schläge, ja, ich glaub auch. Ey. Böse. Ganz böse. Oh, meine Tochter ist auch hier. Du meinst, woher? Mein Sohn ist da. Hey, hier guck mal im Chat, Kayani, mein Kind. Stimmt, Kayani.
Ich wusste gar nicht, dass du eine Tochter hast. Und man weiß denn davon nichts. Ich hab dem Mischstück eigentlich gesagt, das soll ins Bett gehen. Wenn Kaya nicht aufhört, so ihn Schnurberto verfolgen als Strafe. Das ist doch keine Strafe, das ist ein Segen. Nee. Was habt ihr alle gegen Schnurberto? Lasst den Arm doch mal aus dem Spiel. Ah, ja. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Keine Ahnung. Du bist auch so hohl wie eine Christbaumkugel, oder? Ja, vielleicht wäre mal eine Gruppe gleich angebracht. Ich dachte, du bist direkt hinter mir. Nein. Was? Eben? Ich habe nicht gesehen, in welche Richtung du bist. Ah. Muss irgendwann auch mal ohne Gruppe funktionieren. Das ist langweilig. Weißt du, ich hab mich schon extra weiß angezogen wie so eine Flagge. Soll weiß sein? Ja, was soll es sonst sein? Violett? Das sieht so leicht pink aus. Das sieht eher aus wie so ein weißes Kleid, was mit pink gewaschen wurde. Hast du Kartoffeln auf den Augen? Wirklich? Unglaublich. Schick dich einfach hier zu den Viechern rein. Lauf, 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 lauf. Schön machst du das. Go, Kaya! Go, Kaya! Go, Kaya! Mach das noch einmal und ich gehe sofort. Wieso denn? Was macht man? Hey, klar, anfeuern, Cheerleading! Nein, das ist komisch. Mal sehen, was passiert, wenn es durch Schwarzlicht läuft. Da sind keine Flecken auf der Robe. Das sind keine Flecken, das ist Camouflage. Leute, ey. Nein, es ist besser, Fox. Es ist besser. Manchmal muss man zu manchen Dingen einfach nichts sagen. Alexis, einen wunderschönen guten Abend dir. Wie geht es dir? Wie war dein Stream vorhin noch? Ich wollte auch mal andersrum Hallo sagen. No, das ist lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin hier gerade noch voller Mümmel. Ich möchte auch so ein Pferd haben wie Kaya. Schenke ich dir. Und womit reitest du dann? Ich gehe zu Fuß. Und ich nehme die Bahn. Welche Bahn? Mal schauen. Ich glaube, hier gibt es noch keine Bahn. Ah, die brauchen wir. Muss schon wieder ein Stück nachspielen von Behemoth Loop. Muss mir das Speichern angewöhnen. Oh nein, scheiße. Aber ich muss sagen, in solchen Spielen speichere ich irgendwie auch nie. Weiß nicht warum. Wenn ich so an Deponia denke, wo ich einfach auch so grundsätzlich nie gespeichert habe und dann einige Stunden nachspielen durfte. Juhu! Wobei selbst bei Final Fantasy kriege ich das gut hin. Denn, oh,
Ja, hups. Ja, wo habe ich den gespeichert? Ach ja, vor einer Stunde. Nett. Nur die Viecher überhaupt? Ich weiß nicht, ich tue es trotzdem. Deponie nie gespeichert, du Arm. Ja, selbst schuld, ne? Selbst schuld, wenn man die speichert. Aber ich spiele so gerne alles immer nach. Echt? Ich auch, natürlich. Oh, ich hasse es, ne? Ich hasse es einfach. Nachspielen ist somit das Schlimmste. Also ganz ehrlich, wenn das irgendwann mal jemand mit Ja beantwortet. Nee, ich glaube, dann breche ich zusammen. Ja, bei Deponie auch immer vergessen zu speichern. Ja, bei dir weiß ich es, Frisches. Wir haben uns das beide irgendwie angewöhnt. Vor allem sind die Sequenzen nicht überspringbar, ja. Solche Spiele sind noch geiler. Solche Spiele sind noch viel, viel besser. Lass dir erstmal so eine Stundenkatze ziehen. Komm her, mein liebes Skelett. Okay. Wie geht das? Fox, das ist wirklich sehr einfach. Indem man es halt einfach vergisst, ne? Ich glaube, das Speichern zu vergessen ist somit das Einfachste. Man hat sich halt bei den neueren Spielen hat man sich daran gewöhnt, dass es halt dieses automatische Speichern gibt. Und dann gibt es aber wieder Spiele, die speichern einfach nicht automatisch. Und da dann zu speichern, sich dann daran zu erinnern, dass man das speichern muss. Ja, ne? Ja, Fenster offen zu halten zu können. Früher war das aber nicht so. Ja. Das kommt da hinzu. Später habe ich gefühlt alle 30 Sekunden gespeichert. Ich weiß gar nicht, bei Gothic 1. Bei Gothic 1 hatte ich das. Da verzichte ich drauf. Bei Gothic 1, sobald du bei Gothic 1 raus tappst, fliegst du instant aus dem Spiel. Und wenn du dann nicht gespeichert hast oder es dann abstürzt oder so, du hast einfach nicht gespeichert. Und hast dann aber so das übelste Monsterviech nach Stunden endlich gekillt, dann bist du umso frustrierter und meistens ist es dann so weit, dass ich dieses Spiel dann einfach erstmal nicht mehr anrühre. Musst du es harmonisieren? Ja, du hast es mit dem Harmonisieren. Zu mir, du kleine Grabenholz. Wer jetzt alle? Okay, ich glaube, wir haben alle. Ach doch, wir sind richtig. Ich wollte gerade schon sagen. Zeigt dir in die Richtung, wenn hier doch eigentlich die Spinnen sein sollten. Nee, die vielleicht nicht. Da sind die Spinnen. Boah, okay, jetzt aber raus. Weil Spinnen eklig. Ich nicht Spinnen mögen.
Also, haben wir bereits. Ah, okay. Leider nicht so lang haltbar. Krankheiten vom Ziel entfernen. Genau, fällt das schon raus. Dann viel Spaß euch noch. Gute Nacht, schlaft gut, kommt alles schön. Danke, Fox. Dann dir auch eine wundervolle gute Nacht und einen schönen Wochenstart wünsche ich dir. Kaya, dass du reden kannst, weißt du, oder? Oh, ach ja, stimmt. Du bist da nicht so stumm im Voice. Darfst ruhig auch reden. Es sei dir gestattet heute ausnahmsweise mal. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ne? Alter Kaya. Ist ja unglaublich. Ja. Unglaublich. Siehst du mal, wie nett ich bin? Wie nett deine Mama zu dir ist. Du musst mich jetzt hier vor. Ich bin so begeistert. Ich muss mir eigentlich hier so ein Gurt auf meinen Stuhl einbauen zum Anschnallen. Echt? Nein. Nein. Ach, Kaya ist auch da. Ja, Kaya ist auch da. Ja? Ach so. Du. Sind ja aber recht rar gesät. Die Spinnen? Yep. Ja, liegt daran, dass wir in die falsche Richtung gegangen sind. Aber eigentlich auch nicht. Weil ich in eine bestimmte Richtung gerade wollte, um was freizuschalten. Da wir aber noch lange nicht da sind, dauert das noch ein bisschen. Da macht ja nichts. Oh, hab ich mal erwähnt, dass sie jetzt spinnwehrlich sind? So dezent. Da hast du. Dann erwähne ich es jetzt nochmal. Die Spinnen sind widerlich. So, wir kommen dem Ziel deutlich näher. Da hinten will ich hin. Genau, der. Go, Kaya! Go, Kaya! Kaya? Ja? Es ist unheimlich, wenn du nicht reagierst. Ja, was soll ich denn auf Go, Kaya reagieren? Ich war ja schon hinter dir. Ich habe ja reagiert, indem ich dir gefolgt bin. Nee, du warst nur am Kämpfen. Ich hab dich angefeuert. Ach so. Ups. Was denn? Wir haben einen Ort entdeckt. Ah. In der Hoffnung, dass du ihn auch entdeckt hast. Hab ich. Okay. Hui! Jetzt aber richtig. Ups. Oh. Da tut's WB gut. Hybrid. WB. Oh, wir haben aber immer noch nicht alle Spinnendrüsen. Wie viele hast du? Spinnendrüsen? Ja. Falls es halt bei dir nicht links steht, dann geh mal mit Rechtsklick auf die Karte. Die Minikarte da oben und auf Aufgaben in der Nähe verfolgen. Dann sollte das Ding eigentlich automatisch angezeigt werden. In der Liste. Hab ich alle. Ich hab hier alles Häkchen vor. Also steht bei dir Netz des Kummers 7 von 8. Ja. Ja, zu Legi zurück. Okay. Ich brauche nämlich nur eine. Sollte schaffbar sein. Ja. Thank you.
Jetzt müssen wir diesem Bersi helfen. Falls du dich von damals noch dran erinnerst, dem komischen Zwerg. Ach, der ist immer da. Der später wieder in demselben Gebiet sitzt? Ja. Ja. Genau der. Ja, ich erinnere mich. Kann man den vergessen, das lebende Fiasko. Den Kapitän Zottelbart. Kapitän Zottelbart war ja bei Witcher. Unter anderem. Bei Witcher 1. Ich geh erstmal den kompletten Damage. Wieder was verwechselt. Alles gut. Die Zottelbärte werden noch öfter vorkommen. Alles an, was ich zu sagen habe. Ich brauche eure Hilfe. Das ist zu groß. Bitte helft mir, diese schrecklichen Spinnen zu entkommen. Ich habe Kräuter gesammelt und nicht gemerkt, wie sie mir im Leib gerückt sind. Gut, ich konnte nicht zu Ende lesen. Ah ja? Ja, Moment. Am besten wartest du immer, bis ich durchgelesen habe. Weil bei manchen Aufgaben zählt das dann auch für dich, wenn er dann weiterläuft. Dann verschwindet das Gesagte. Ich will das ja vorlesen. Oh, mach die Dinger weg, mach die Dinger weg, mach die Dinger weg. Ich will sie. Kalber, eine Insektenspray holen, bitte. Oh. Vor allem, es ist halt einfach umso schlimmer, wenn die Spinnen sich von der Decke da abseilen. Also von den Bäumen. Und dann kommen sie da so runter und du siehst du die Beine so. Und oh Gott, das ist echt. Oh. Spinnen sind furchtbar. Ich will sie nicht sehen. Ich gehe extra langsam. Ah, da sind's. wir stehen noch viel Spaß in Herr der Ringe. Muss noch ein bisschen am Hörbuch schnippeln. Macht das, Alexis. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast. Und dir natürlich auch viel Spaß. Ich freue mich schon, wenn es weitergeht. So, ich glaube... Ja, sie ist gerettet. Ja, das auch. Dann einmal Rotterhü. Ja, dann reiten wir erstmal da hinten hin. Reiten wir erstmal zurück. Nach Kelidul müssen wir sowieso irgendwann. Verlegt sich dann von selbst. Wobei wir hier ja sowieso für das Buch der Tat nochmal zurück müssen. Okay. Weil wegen Pünktchen und so. Ja. Wir wollen es ja diesmal wollen wir es ja durchziehen. Irgendwie. Ich tue uns nur schon mal selber leid. Was das Auenland betrifft. Oh ja. Oh ja. Die Brief und die Tortenquest. Oh Gott. Na, ich erinnere mich. Da freust du dich doch besonders drauf.
Du vielleicht, ja. Ich nicht. Ich auch nicht. Sprech mal nur von dir selbst, du. Na komm, wir rocken das. Ja, sicher. Sie. Und da hänge ich mich. Was? Was? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Mal sehen. Wie depressiv ich danach bin. So, lesen. Seid gegrüßt. Es ist eine Freude, euch zu sehen. Gut gemacht, Aldaria. Der Feind kam, kann aus den Knochen der Gefallenen weitere Unholde entstehen lassen. Dann ist es unsere Pflicht, sie in ihren alten Gräbern zurückzuschicken. Ah, ich fürchte, dass ich nicht so erfolgreich war wie meine Brüder und dass meine Aufgabe unerfüllt bleibt. Die Wahrheit ist, dass das ganze gesammelte Wissen keine Lösung dafür enthält, wie die Welt von den Abscheulichkeiten zu befreien ist, die nun in Hautlin hausen. Wie dem auch sei, ich danke euch für all das, was ihr für mich und meine Brüder getan habt. Und werde euch belohnen, wie es einem tapferen Krieger gebührt. Ja, zeig's mir mal an. Danke. Eure Hilfe ist ein Segen, Aedarin. Dieser Spinnenfluch hätte über die gesamten Eredluin ausbreiten können. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und immer wieder. Wie kann ich euch zu Dienst? Die werden reich. Man kann sich kaum vorstellen, dass diese Spinnen dazu fähig sind, Bären einzufangen und zu töten, die Stärke der Breitkiefer besitzen, die das entlegene Hautlin ganz im Osten durchwandern. Ich werde meine Untersuchung sofort beginnen, aber ich kann nichts versprechen. Ich stehe in eurer Schuld. Die Einwohner vom Eredluin werden wissen, was ihr für sie getan habt. Ich glaube nicht. Was wollt ihr? Ha, ich wusste, ich habe mir das nicht eingebildet. Das ist der Beweis. Hier, nehmt diese Münze als Dank für eure Hilfe. Wartet, irgendwas stimmt nicht mit diesem Schädel. Fühlt ihr das nicht? Die Kälte? Ich hätte euch nicht dorthin schicken sollen. Und ich hätte auch keinen Fall dieses Ding nach Gondormon bringen lassen dürfen. Kommt, bleibt einen Augenblick. Über diese alten Knochen erzählt man sich Legenden. Einige sagen, sie werden von grausamen Geistern aus längst vergangenen Zeiten bewegt. Andere wiederum sagen, dass die Unholde die rastlosen Toten sind, aber selbst ich weiß es besser. Der Wille, der diese Knochen bewegt, gehört nicht nach Mittelerde. Es muss etwas gegen diese Kreaturen getan werden, aber wie das übersteigt dein Wissen. Vielleicht weiß der Elb, der tapfer genug ist, hier zu wachen, wie man mit dieser Bedrohung umgehen muss. Glamir heißt er und befindet sich auf der anderen Seite der Ruine. Zeigt ihm den Schädel und seht, ob er weiß, was zu tun ist. Sagt den Bauern mal, wenn sie nicht bald ein paar Elbe rüberwachsen lassen, lässt Kaya sie wieder klatschen. Mal. Ja, wär geil, wär geil. was ist das? Es beunruhigt mich sehr. Euer Freund, der Kaufmann, tat gut daran, euch zu mir zu senden. Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten sein. Text über Text. Wer ist Kaya, wenn ich fragen dürfte? Kaya. Kaya ist der hier gerade mit dem Voice sitzt. Einer meiner Mods und bester Freund sozusagen. Seit 11 Jahren. Sag mal Hallo, Kaya. Tschüss. Achso, hallo. Weißt du, ich habe damit gerechnet, dass du sagen wirst, Hallo, Kaya. Und nicht Tschüss. Nein. Ich führe doch noch keine Selbstgespräche. Ja, aber es war halt so die perfekte Vorlage. Und du hast sie nicht genutzt. Ja. Du hast sie einfach nicht genutzt, die perfekte Vorlage. Dafür darfst du mir eine klatschen. Och, darf ich? Natürlich. Juhu! Ich darf Kaya klatschen. Okay. Aber erstmal lese ich. Ja. Unholde treiben sich in den Hügelgräbern von Hautlin herum. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, denn solcherlei Kreaturen wurden in dieser Gegend noch nie gesichtet. Sie gehorchen dem Hexenkönig von Angmar. Das verheißt nichts Gutes für Iriador. Und vielleicht für ganz Mittelerde. Denn Augen, die nach Süden blicken sollten, werden jetzt vielleicht nach Norden schauen und der größeren Bedrohung gegenüber blind sein.
Mit den Geschehnissen bei den Hügelgräbern wird es so sein wie überall mit dem Bösen. Ein größerer Wille treibt die Schwächeren an. Es ist dieser größere Wille, den wir vernichten müssen. Nur so werden Angmas Pläne für Eredluin durchkreuzt werden können. Bringt den Elbenstein zu den Hügelgräbern und legt ihn auf den größten der Megalithen. Es ist ein weißer Stein in der Nähe eines verfallenen Gebäudes. Dieser große Wille, von dem ich gesprochen habe, wird dann vielleicht in Erscheinung treten. Ihr müsst euch ihm stellen. Aber auch nur vielleicht. So, ich darf Kaya klatschen. Warte mal. Sammlungen. Sind da. Ich muss mir die Ohrfeige mal in die Leiste packen. Wie geht das? Ich will auch. Du hast doch unten diesen großen Pfeil, ne? Ja. Ganz links. Dann geh mal auf Sammlungen. Ja. Dann das dritte Symbol mit den traurigen Theater-Smiley, also lachenden und traurigen Theater-Smiley. Da gehst du mal drauf. Da sind deine Emotes. Und ja, dann kannst du dir das raussuchen und einfach rausziehen und unten in die Leiste packen. Oh. Ich rauche erstmal. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Das ist ganz, ganz, ganz einfach zu beantworten. Meine Familie. Also, Frisches, unsere Katzen, Nickelum, Hund, Wauzi, genau, Fische, also unsere Fische. Halt die Familie. Die Familie ist das Wichtigste in meinem Leben. Die einfachste Antwort der Welt. Tanassismus. Okay. Sonst wäre ich ja. Wäre ich willkommen verlobt. Nee. Nee, Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Und da gibt es dann auch keine Einschränkungen. Nein, ich habe den Ketchup gefasst. Weißt du, ich habe die Gabel direkt neben mir liegen. Wo fasse ich rein? Mit dem nackten Finger in den Ketchup. Ich sag einfach nichts dazu. Nee. Okay, nach Gundamon. Aber wir gehen erstmal hier den komischen Stein dahin bringen. Hast du fertig gelesen? Alles? Naja. Wir können. Kauft man im Catshop. Will ich's wissen? Katzenminze? Weiß es nicht, will ich's wissen? Welche Fragen verunsichern mich? Ich hab Angst vor der Antwort. Die Katze im Sack. Oh Gott. Ich bin immer noch für Katzenminze. Schön zum Durchziehen. Eine Frage an Kaya. Jo, schieß los. Kaya wird sie eventuell beantworten. Nein, wenn das für Kaya okay ist. Wer fragt denn? The Dark Venar. Venar. Okay. Ah, hau mal raus. Ich übernehme keine Verantwortung. Das? Nee, das ist der nicht. Ach, das ist der da hinten. Warte mal kurz zum Abgleich. Die Quest heißt der Megalith, ne? Ja. Ja. Gut. Ich dachte, du wieder was vergessen hast. Vor allem ich. Ja, natürlich. Vor allem ich, ne? Ja. Ja. Nee. Ach, da ist er ja. Das, was da so komisch auf und ab blinkt.
Das war meine geile Schusstechnik. Er steht neben mir, ich gucke nach vorne, der Pfeil fliegt zurück und nach links. Das ist geil. Das wollen wir auch erstmal hinkriegen. Du bist halt ein Zauberschütze. Auf jeden Fall. Okay, die Frage. Findest du 2022 wird ein schöneres Jahr ein schönes Jahr wie 2021? Schwer zu sagen. Naja, erstmal versuchen würde ich sagen, erstmal das Beste draus zu machen. Was dann wirklich draus wird, das sieht man dann. Werde ich bedenken, wie. Na gut. Wenn ich so ans letzte Jahr denke, die erste Jahreshälfte war mega schön. Die zweite Jahreshälfte war der letzte Scheißdreck. Ja. Also. Man kann das nicht immer so ganz pauschal beantworten. Also ich kann nicht sagen, dass das letzte Jahr schlecht war. Also beschissen war. Dadurch, dass ich mich ja, oder wie und ich uns ja verlobt haben. Aber wenn ich so bedenke, was in der letzten Jahreshälfte halt passiert ist, war es nicht das beste Jahr. Obwohl es kein schlechtes Jahr war. Aber es war jetzt auch nicht das beste. Hätte besser sein können. Aber das kann man sich sich ja nicht aussuchen. Event. Das wäre schön, wenn man dann so wie bei so einer Lostrommel einfach sagen könnte, ja so, das hätte ich jetzt gerne, das hätte ich gerne, ach und das hätte ich jetzt übrigens auch gerne. Darauf verzichte ich dieses Mal. Klar soweit. Klar soweit. Oh, ein neuer Hund. Ich grüße euch. Ey, sag mal, bist du bekloppt oder was? Die greift da was an. Ja, das meine ich ja. Sag mal. Gut gemacht. Diese dummen Zwerge hätten über etwas stolpern können, mit dem sie nicht fertig geworden wären, wenn ihr nicht eingeschritten wäret, bevor das Böse seine Kräfte gesammelt hatte. Diese verfluchten Länder sind immer noch dunkel und heimgesucht. Was bleibt zu hoffen, dass sie keine direkten Bedrohungen mehr darstellen? Wir brauchen übrigens nicht immer absitzen, ne? Okay. Ja, wir können auf dem Feld sitzen bleiben. Das ist nicht wie in FF14. Warte mal kurz. Was ist denn jetzt der gestohlene. Ne, der Bogen, ne? Das, ne? Warte. Ah, mir merkst du der Bogen. Bemerkenswerter Bogen, warte mal. Was denn? Das wäre Keledul. Ich würde jetzt erstmal nach Gondamon. Und das wäre, ich glaube, einmal der Racheschwur. Und Wärmendes. Für die Garnison. Wären die zwei Quests jetzt. Ich muss eben meine Aufgabenliste öffnen. Du kannst ansonsten einfach Aufgaben in der Nähe oben auf der Map machen. Dann war das Wärmende Garnison? Wärmendes für die Garnison und Racheschwur. Das hatten wir beim letzten Mal angenommen und ich glaube jetzt gerade eben beendet. Oh. Okay, ich habe es hier noch endlich gefunden und Schutz bei der Jagd hätte ich auch noch. Endlich gefunden habe ich. Ja gut, die Ist alles abgeschlossen schon, ja. Prolog-Quest habe ich ja noch. Die hast du ja automatisch auch. Ist das Story. Da mal weg. Das hast du nicht, weil du kein Haus hast, glaube ich. Oh. Okay. Also einmal nach Gundamon. So, automatisches Laufen ein. Und dann kann ich in der Zeit essen. Ach stimmt ja, mein Pferd heißt ja Apfelmus. Jo,
Ja, ich habe das Pferd doch letztes Mal so genannt. Apfelmus. Doch ein schöner Name. Ja, ja. Kreativ fährt mit Durchfall. Kaya reitet auf Pflaumenmus. Nee, das hat auch seinen ursprünglichen Namen. Oh, nenn das Pferd mal Pflaumenmus, das wäre geil. Die Zwerge aus Gondamon werden für diese Fälle dankbar sein, wenn der Winter kommt. Ich danke euch. Ja, sehr gerne. Kann ich jetzt schon Schutz bei der Jagd abgeben? Ja. Ihr habt also meinen Wunsch entsprochen und den Schurken getötet, der meinen Bruder umgebracht hat? Gut gemacht. Doch es ist seltsam, diese Neuigkeit stimmt mich nicht froh. Die Grimhans werden einen neuen Hauptmann wählen und nichts wird sie ändern. Es muss etwas anderes geben, das wir tun können. Etwas, das sie wirklich treffen wird. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Obwohl wir Langbärte die Grimhans aus den meisten unserer Städten vertreiben konnten, nachdem sie vor 2 Jahren ihre bösartige Natur zeigten, sind sie immer noch zu stark für uns, um sie im offenen Kampf zu besiegen. Die letzte große Festung der Grimhans in den Eredluin ist der Flusshafen von Celeduil. Dort in Celeduil haben sie ihre verbleibenden Kräfte versammelt und dort verwahren sie auch ihre Beute. Den Schatz, den sie uns in den langen Jahren ihrer Tyrannei in Thorins Halle entwendet haben. Ihr habt euch als wahrer Krieger und guter Freund erwiesen. Wenn es euch gelingt, Celeduil zu überfallen, den gestohlenen Schatz zurückzuholen, dann werdet ihr den Grimhans nicht mehr nicht nur für Durins Volk, sondern auch im Namen meines Bruders einen Schlag versetzen. Ja, für mich ist es geil mit Zucker und Zimt. Nee, Zucker und Zimt kannst du behalten. Apfelmus normal. Das würde ich essen. Die beiden Aufgaben bei ihm annehmen? Ja, natürlich. Ich kann nur noch nicht lesen. Vielleicht. Alles gut. Aber ja, kannst du schon annehmen. Jetzt kann ich lesen. Werdet ihr mir helfen? Obwohl mein Bruder bereits gerecht wurde, habe ich wohl in meinem Kummer zu ehrlich mit einem jungen Zwerg darüber gesprochen. So, dass dieser nun sein Leben dafür riskiert, um seinen Bruder ebenfalls zu rächen. Er ist ein Mitglied von Gelias Gruppe. Der Zwerg Sigurdor hat sich in Richtung Celeduil aufgemacht, um seinen Bruder zu rächen und hält sich wahrscheinlich in einem Turm am Rande des Hafens bei dem abgesetzten Hafenmeister Svarn auf. Folgt der Straße an Gen Osten vorbei an Thrasses Hütte bis an die Küste und haltet nach Sigurdor Ausschau. Ich hoffe nur, ihr kommt nicht zu spät, um ihn von seiner eigenen Torheit zu schützen. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Doch die große weite Welt wartet nur darauf, von euch entdeckt zu werden. Und wenn ihr irgendwo anfangen wollt, so ist das Spree ein guter Ausgangspunkt, wie jeder andere Ort auch. Geht gegen Osten, bis ihr das blaue Gebirge weit hinter euch gelassen habt. Das ist so eine lange Reise, also nehmt viel Proviant mit. Die hauen Länder können euch bei euren Reisen behilflich sein. Sucht nach eurer Ankunft im Bre den Bürgermeister auf. Wenn es irgendwo Arbeit gibt, dann weiß er davon. Okay.
So. Ich werde einmal ganz kurz mit dir in den Norden reiten. Hier gibt's doch was zum, hier ist doch noch was zum Abgeben. Ich hab hier nichts zum Abgeben. Ah ne, annehmen. Machen wir hier noch. Ah. Okay. Ich möchte jetzt mit dir einmal ganz kurz was fürs Buch der Taten machen. Können wir machen. Und zwar einmal die Orte freischalten. Okay. Dann müssen wir da später nicht nochmal in den Norden, Norden reiten. Gut. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Ein wenig, manchmal. Mhm.